Was wäre die Kirche ohne Ehrenamt? Und es sind vor allem Frauen, die kostenlos, freiwillig und ganz selbstverständlich für andere da sind. Soziale Hilfen der Caritas und Diakonie, Bildung, Jugendarbeit, Schule oder Kirchengemeinde. Ohne die Mithilfe von engagierten Frauen und Männern würde in der Kirche wenig funktionieren. Willkommen bei Alpha und Omega. Wie vielfältig ehrenamtliches Engagement sein kann, das ist Thema heute in der Sendung. Und ganz herzlich begrüße ich zu dieser Sendung Sabine Grandl. Sie ist ehrenamtlich engagiert in der kirchlichen Jugendarbeit im Dekanat Göppingen-Geislingen und in sozialen Einrichtungen wie dem Haus Lindenhof, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen. Und sie macht zurzeit eine Ausbildung als Lehrerin. Lambert Utz ist Ehrenamtlicher aus der katholischen Kirchengemeinde St. Albert in Freiburg im Breisgau. Und ihm fällt immer wieder was Neues ein. Zum Beispiel hat er mit anderen gemeinsam eine alte Pfarrwohnung zu einem Pfarrcafé umgebaut. Auch Ihnen herzlich willkommen. Gabriele Denner ist Referentin für pastorale Konzeption im bischöflichen Ordinariat in Rottenburg. Und sie ist dort zuständig für Ehrenamtliche. Und sie hat vor wenigen Wochen den ersten Ehrenamtskongress der Diözese Rottenburg-Stuttgart organisiert. Frau Denner, dieser Kongress und das Thema Ehrenamt, wir müssen mal definieren zu Anfang, gilt für Ehrenamt immer noch wenig Ehre, viel Amt? Man muss es differenzierter sehen. Also Ehrenamt grundsätzlich heißt mal freiwillig, unbezahlt und dem Gemeinwesen orientiert. Also alles, was außerhalb in eigenen vier Wänden der Öffentlichkeit dient. Ich selber finde also wenig Ehre, viel Amt. Ich glaube, dass sich das wirklich in den letzten Jahren stark verändert hat. Für mich selber, ich habe in den letzten Wochen immer wieder so nach einem passenden Satz für mich gesucht, um einfach auch das Ehrenamt nochmal attraktiv auszudrücken. Und einer ist mir hängen geblieben: Ehrenamt ist geschenkte Zeit für etwas, wofür ich brenne. Also, dass ich von etwas fasziniert bin, wo mich was anspringt, nicht weil ich gefragt werde, sondern weil ich wirklich von was begeistert bin. Und dann gibt es viel Ehre und dann, glaube ich, hat man auch, ist das Amt zweitrangig, sondern es bringt mir was. Ist das eine Definition, die Sie auch unterschreiben könnten? Geschenkte Zeit für etwas, für das ich brenne? Ja, also ich denke auch, dass es etwas ist, was mir Spaß macht. Auch neben meinem Beruf her vielleicht eine Alternative, wo ich neue Fähigkeiten an mir entdecke, die unbezahlt, sondern einfach nur aus innerer Überzeugung her ich machen kann. Gibt es eine Fähigkeit, die Sie entdeckt haben im Ehrenamt, die Sie im Beruf noch nicht für sich entdeckt hatten? Ja, ich habe eigentlich einen sehr technisch ausgerichteten Beruf in der EDV-Branche. Und die Tätigkeit im sozialen Bereich, im kirchlichen Bereich, mit vielen Anforderungen, auch der Umgang mit anderen Ehrenamtlichen, das ist etwas, wo ich meine Fähigkeiten auch noch ausleben kann. Mhm. Frau Grandl, wie geht es Ihnen bei dieser Definition geschenkte Zeit und für eine Sache sich einsetzen, für die man brennt? Brennen Sie auch für eine Sache? Ich kann voll damit mitgehen, mit dieser Definition. Ich habe von Anfang an schon als kleiner Ministrant für diesen Ministrantendienst gebrannt. Er war mir wichtig, er hat mir selber was gebracht und ich denke auch, er hat mich selber weitergebracht in meiner Entwicklung, meiner Persönlichkeit. Und das hat es mir dann leicht gemacht, wirklich die ganzen Jahre dafür zu brennen, viel Zeit dafür aufzubringen als Oberministrantin, als Dekanatsleitung, Diözesanleitung. Und das hat es dann leicht gemacht, diese Zeit aufzubringen und gern die Zeit zu verbringen. Mhm. Gibt es Zahlen, Frau Denner, wie viele Ehrenamtliche sich so engagieren in der Kirche, in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, also in Württemberg? Wir haben es versucht, das ist wirklich die Quadratur des Kreises, weil sich viel Ehrenamt auch gar nicht oft öffentlich zeigt. Oder? Wir haben jetzt ganz aktuell eine Umfrage in unseren Kirchengemeinden durchgeführt, haben über 1100 Kirchengemeinden befragt, haben genau die Kategorien eingeteilt, wie viele Ehrenamtliche sind bei euch in den Kirchengemeinden, aber darüber hinaus, also in Verbänden, also im kirchlichen Kontext aktiv. Also so, wie wir jetzt die Zahlen zurückgemeldet bekommen haben, sind es 170.000 in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und man kann sagen, jeder 10. Katholik ist ehrenamtlich in der Kirchengemeinde oder im kirchlichen Kontext aktiv. Also das ist schon eine tolle Zahl. Gibt es mehr ältere Ehrenamtliche als Jüngere? Wie ist es da verteilt, so vom Alter her? Ganz unterschiedlich. Also der Jüngere ist eher projekthaft orientiert. Ältere Mitglieder oder ältere Christen, die sind schon noch mal mehr der Institution verpflichtet. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, wie sich das Ehrenamt in den letzten Jahren stark in der gesellschaftlichen Veränderung auch angeglichen hat und auch sich darin verändert hat. Mhm.
Also es gibt in der Jugendarbeit nach wie vor noch ein hohes Engagement, wobei, wo es ein bisschen schwächelt, ist bei den jungen Frauen. Mhm. Wie ist es überhaupt mit der Verteilung Frauen-Männer? Da gibt es auch einen Unterschied, man glaubt es kaum. Also man sagt ja immer, Ehrenamt ist ein typisches Frauenamt oder weiblich dominiert. Ja. In der Kirche stimmt es. Es ist so, also ich habe gerade von dieser Statistik gesprochen, da sind über 60% im kirchlichen Bereich sind von Frauen bestimmt. Im öffentlichen, also im kommunalen Bereich, draußen in der Welt, ist die Dominanz noch bei den Männern. Also man kann auch sagen, dass die Frauen mehr im familiären Kontext, im sozialen Bereich aktiv sind. Die Männer mehr, wenn es um Prestige geht, um also auch mehr, was mir auch für meinen oder was einem für den Beruf mehr bringt. Also der Mann ist mehr so im Vereinswesen, auch im Sportbereich. Sportbereich ist nach wie vor, also bundesweit, sehr dominant, Vereine, Sport, und da ist nach wie vor das männliche Wesen noch mehr aktiv. Ja, aber dass es ehrenamtliche Männer gibt, die sich in der Kirche engagieren. Wir haben ein Beispiel hier sitzen, ein Exemplar. Und wir haben aber auch ein Beispiel im Film. Wir haben nämlich den Beweis, es sind auch viele Männer, die sich ehrenamtlich in den Kirchengemeinden engagieren. Wir haben einen ehrenamtlichen Besuch, der für seinen langjährigen Einsatz in seiner Kirchengemeinde die Martinus-Medaille bekommen hat. Das ist ein Ehrenamtspreis der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der alljährlich verliehen wird und den er bekommen hat. Ich bin der Horst Arzt hier aus Gerlingen, verheiratet mit einer großen Familie. Ja, ich arbeite ehrenamtlich, weil eigentlich die Gnade schon von der Geburt aus da ist. Ich wurde dann ganz kurzfristig mit 6 Jahren schon Ministrant. Und da hat eigentlich im Grunde das Ehrenamt angefangen, denn damals ist man ja morgens um 6 Uhr zur Frühmessen mit dem Pfarrer gegangen, hat sogar noch ein Frühstück bekommen. Also es war ein Riesenerlebnis, aber man musste pünktlich sein. Das war eine sehr verlässliche Geschichte, die wir damals schon als 6-Jährige lernen mussten. Ehrenamt bedeutet für mich Freude mit dem, was man tut. Ja, es macht mir Freude, wenn Leute zufrieden sind, die sagen, du bist ein Glücksfall für mich, oder die sagen, du hast gesagt, du kümmerst dich drum und hast dich drum gekümmert. Ich bin hier in Gerlingen, in Peter und Paul und in St. Andreas in der Filialkirche auch als Wortgottesdienstleiter tätig. Die Leute, die sehen das als wertvolle Ergänzung. Und das mache ich gern. Und wenn man mich ruft, ich habe das auch schon auf der Schülerhöhe im Sanatorium gemacht, da gibt es eine Kapelle. Und als man dort mal eine Priesterlücke hatte, habe ich da einige Zeit das überbrückt und habe mit den Krankentagen Gottesdienst gefeiert. Durch diese Seelsorgeeinheiten haben wir ja diese Verpflichtung, auch diese Dienste anzubieten. Und da bin ich immer wieder gefragt, besonders auch im ökumenischen Bereich. Und das mache ich auch gerne. Ich bin für die Allgemeinheit da und im Besonderen eben, ich bin für die Kirche da. Ich bin stolz, Katholik zu sein und bin fröhlich sogar, dass ich Katholik bin. Meine eigenen Enkel nehmen das zwar zur Kenntnis und sind stolz, dass der Opa sowas macht, in verschiedenen Dingen Ehrenamt auszuüben. Aber die nehmen es nicht so tragisch. Also die sagen nicht, ich muss da mich verbeugen. Der Opa ist der gleiche, wie er vorher war. Das war also ein ehrenamtlicher Martinus-Medaillenträger, den wir da porträtiert haben. Herr Utz, haben Sie auch schon eine Medaille für Ihr ehrenamtliches Engagement bekommen? Nee, ich glaube, ich hätte auch Probleme mit dieser Auszeichnung. Das anzunehmen? Ja. Warum? Ja, diese Medaillen, ich arbeite gern mit, aber ich brauche da keine Auszeichnung, die ich mir ans Revers hefte, sondern es muss Spaß machen. Es muss im Team sein, die Mitarbeit von Gemeindemitgliedern, von Freunden, von Bekannten, das ist für mich wichtig. Ich habe vorhin bei Ihrer Vorstellung gesagt, Sie haben ein ehemaliges Pfarrhaus zum Pfarrcafé umgebaut. Aber das ist ja auch erstmal eine Stange Arbeit, ne? Also ja, es war schon Arbeit, aber es hat sich auf sehr viele Schultern verteilt und ist eigentlich auch im Endeffekt ganz gut gelaufen. Wir sind in eine Seelenverwaltungseinheit oder Seelsorgeeinheit umgebaut worden. Unser Pfarrer ist versetzt worden und dann ist eine Wohnung frei gewesen.
Und es stand die Überlegung, vermieten wir sie oder nutzen wir sie als Pfarrgemeinde? Und wir haben uns mehrheitlich entschlossen, sie als Nutzung für die Gemeinde aufzubereiten. Wir haben viele Anträge gestellt. Es gab sehr viele schriftliche Dinge, einige Fehlschläge. Und wir haben jetzt eine Unterstützung von der Stadt, von einer Stiftung, von der Caritas und, was uns ganz wichtig ist, vom Bürgerverein. Das heißt, wir als Gemeinde haben uns geöffnet für die kommunale Gemeinde. Die evangelische Partnergemeinde ist dabei und wir als katholische St. Albert-Gemeinde. Mhm. Frau Grandl, Sie engagieren sich auch, haben schon ein bisschen erzählt, auch als Ministrantin, eben wie auch der Herr Arzt im Film. Sie waren, glaube ich, auch schon mal Ministrant früher, ja? Sie auch? Ich durfte noch nicht. Sie durften noch nicht, ja. Wir haben darum gekämpft, dass Mädchen ministrieren durften. Frau Grandl, Sie engagieren sich als Ministrantin, aber machen nicht nur das, sondern noch einiges andere. Richtig, ich bin zudem noch in der Stiftung Haus Lindenhof aktiv. Dort ist in der Seelsorgeeinheit von uns wurde eine WG eröffnet. In dieser WG leben Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf zusammen und werden unter anderem eben auch von Ehrenamtlichen unterstützt, in ihrem Lebensalltag den so selbstbestimmt wie möglich zu gestalten. Und da dann sind wir aktiv, helfen in der Freizeitgestaltung, in der Alltagsgestaltung. Wie sind Sie da hingekommen zum Haus Lindenhof gerade? Zum Haus Lindenhof, das hat sich mir zufällig ergeben, aber in diesem Bereich, in die Arbeit mit Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf, bin ich über meinen Bruder gekommen, der mit einer geistigen Behinderung geboren wurde. Und so habe ich von klein auf diesen Bereich mit kennengelernt und für mich auch erkannt, dass es was ist, wo mir nicht nur Spaß macht, sondern mir selber auch ganz viel bringt, von und mit diesen Menschen zu lernen, auch mal sich selber zurückzunehmen, auf den anderen zu achten, was kann der, wo braucht er genau Unterstützung, um ihn nicht mehr zu behindern, als er vielleicht sowieso ein Handicap hat. Mhm. Und das hat mir selber sehr, sehr viel gebracht, auch in allen anderen Bereichen darauf zu achten, was brauchen die Menschen und sich selber nicht immer in den Vordergrund zu stellen. Das ist ja immer die Frage, was bringt Ehrenamt den Menschen? Sie haben schon gesagt, Sie haben Fähigkeiten an sich entdeckt, die Sie im Beruf vielleicht nicht so hatten. Haben Sie mit Ihrer Umfrage da vielleicht auch abgefragt oder jetzt durch den Kongress, wissen Sie ein bisschen, was bringt Ehrenamt? Also Ehrenamt macht Spaß und bringt mir selber was. Ich glaube, das ist der Unterschied. Also man spricht so klassisch der Wandel im Ehrenamt. Mhm. Man liest da immer wieder altes und neues Ehrenamt. Ich wehre mich total gegen diese Begrifflichkeit. Also klassisches Ehrenamt ist dieses, ich fühle mich einer Institution, einer Aufgabe verpflichtet und ich möchte es tun. Mhm. Und dann ist es zuerst mal egal, was es mir bringt. Und es verändert sich total. Also die jetzige Generation oder auch, ich denke, dafür stehen wir auch, so, was bringt es mir persönlich? Macht es mir Spaß? Bringt es auch Passion? Gerade in meine Biografie, wie kann ich also mein eigenes Interesse einbringen, das ist ganz, ganz entscheidend. Also weniger Pflichtgefühl, sondern halt genau. Auch Spaß an der Sache, wobei ja Spaß und Spaßgesellschaft manchmal auch so einen schlechten Ruf hat. Und da unterscheidet sich die Kirche nicht von anderen. Also zum Thema, ich bin heute jetzt diejenige, die hier immer Umfrageergebnisse präsentiert. Ja. Also eine Umfrage, die wir auch in der Diözese durchgeführt haben zum ehrenamtlichen Engagement, also auch die kirchlich Engagieren unterscheiden sich überhaupt nicht zu anders Engagieren. An erster Stelle, es muss Spaß machen. Mhm. Und ich finde, es ist doch auch klasse. Und dann ist der Gemeinschaftscharakter der zweite, also Wert, der recht oben ist. Und dann, da unterscheiden sich jetzt die christlich-kirchlich Engagierten, es muss auch Sinn stiften, also es muss was Sinnvolles sein. Das ist auch etwas, was wir immer wieder feststellen in dem Kaffee und mehr. Es wird keine Versorgung angeboten, sondern Freiraum. Ich kann kommen, ich bekomme einen Kaffee, einen Kuchen, spenden kann ich auch vielleicht in ein Körbchen, aber ich habe etwas, ich kann vielleicht singen mit den anderen, ich biete eine halbe Stunde, eine Stunde an oder ich kann Theater spielen, Marionetten, Schauspiel oder sowas oder Kindergarten. Das sind alles Initiativen, die nicht von den Betreibern kommen, sondern es ist Freiraum geschaffen und man sieht, hier kann ich etwas tun. Und das ist das, was vielleicht auch zielführend ist.
Das ist wunderbar, wie Sie das beschreiben. Und zwar, weil genau, also nicht mehr die Aufgabe an sich bestimmt, das Ehrenamt, das Engagement, was ich mache, sondern der Ehrenamtliche bestimmt selber. Und Sie eröffnen da Freiräume dafür und bieten hier eine Plattform. Man schaut, zu was habe ich Lust, was macht mir Spaß. Man würde es auch jetzt theologisch sagen, was ist mein Charisma, wo kann ich zum Gelingen von einem Ganzen beitragen. Ich finde das ein ganz, ganz tolles Beispiel. Und für mich ist so immer, also meine Eltern zum Beispiel, die singen schon seit 30 Jahren im Kirchenchor, also um nochmal den Wandel, also die veränderte Zugang zum Ehrenamt da aufzuzeigen. Und es ist ein typisches auch Beispiel, dass viele Chöre klagen über Nachwuchsmangel. Wir sind überaltert, wir haben keinen Nachwuchs mehr. Projektchöre funktionieren. Also nicht nur so, für eine bestimmte Zeit nur Musical für eine bestimmte Zeit. Also ja. So, man möchte sich nicht mehr für eine Ewigkeit für was verpflichten, sondern sagen, das ist jetzt mal ein Monat, ein halbes Jahr gut. Typisches Beispiel, die 72-Stunden-Aktion. Da kann man Unmenge junge Menschen motivieren, in einer bestimmten Zeit Gutes zu tun. Da ist Gemeinschaft, Sinn und es macht Spaß. Also für mich so eine typische, eine neue Engagementform, wo man viele junge Menschen auch begeistern kann. Da haben Sie auch schon mitgemacht beim letzten Mal. Was war Ihre Aufgabe? Innerhalb von 72 Stunden muss man ja irgendwas machen. Was war Ihr Job? Meine persönliche Aufgabe innerhalb von den 72 Stunden war, nachdem ich in der ersten Aktion 2004 als Teilnehmerkind damals mitgemacht hatte, 2009 hatte ich dann verantwortlich eine Teilnehmergruppe, also so eine Aktionsgruppe, wie es heißt. Und dieses Mal war mein ganz persönliches Projekt, in 72 Stunden mit den anderen Jugendlichen vom Koordinierungskreis zu schauen, dass in unserem Dekanat alles läuft, dass alle Aktionsgruppen ihre Aufgabe haben. Also ich war im Koordinierungskreis dieses Mal. Und haben geguckt, was gab es so an Beispielen, was entstand da innerhalb von 72 Stunden? Also ein Projekt, das ich persönlich auch sehr schön fand, war ein Barfußpfad, der errichtet wurde. Das war in der Gemeinde Donsdorf. Da waren es die Ministranten, die haben einen Barfußpfad errichtet, mussten selber das Gelände komplett ausgraben, mussten sich überlegen, welche Elemente kann man an dem Barfußpfad nutzen, wie kann man diesen Pfad so gestalten, dass er nachher auch sicher ist, dass wirklich jeder drüber laufen kann. Mhm. Und die hatten schon 72 Stunden lang echt gut zu tun, aber waren dann fertig und waren am Schluss sehr, sehr stolz auf ihr Projekt. Stolz und glücklich, ja. Können Ehrenamtliche manches besser als Hauptamtliche? Was würden Sie sagen? Also Ehrenamtliche sind natürlich näher an der Gemeinde, weil sie oft anders verbandelt sind, sage ich jetzt einmal, mit dieser Gemeinschaft. Man hat Kinder, also kennt man die Eltern, auch die Probleme aus dem Bereich. Gerade im katholischen Bereich ist natürlich für manche sehr problematisch, für einen Pfarrer in eine Familie reinzugehen. Erstens hat er die Zeit nicht und zweitens halt auch, es ist was anderes, wenn ich das von außen beobachte und auch Gemeindereferentinnen, Gemeindereferenten. Wenn ich ehrenamtlich da bin, bringe ich diesen Teil, den ich kann, meines Erachtens ein. Beim anderen halte ich mich dann zurück und da sind dann spezielle Fähigkeiten da. Es wird ja auch immer wieder mal diskutiert, ob man Ehrenamtliche bezahlen soll. Ich meine, dann wären sie keine Ehrenamtlichen mehr oder das wäre so eine Zwischenform zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Natürlich sollte man die Unkosten, die man hat, wenn man Fahrtkosten hat und so, klar, das kriegt man ja auch erstattet von den Kirchengemeinden oder so. Aber wie finden Sie das? Also ist es eine Überlegung wert, dass man das Ehrenamtliche vielleicht doch eine kleine Anerkennung auch in Form von ein paar Euro kriegen? Oder macht das Ehrenamt kaputt? Also ich habe über die ganzen Jahre bei den Ministranten, mit Ausnahme der Fahrtkosten, die Sie angesprochen haben, kein Geld für mein Engagement bekommen und mir hat es nie gefehlt. Mhm. Also es war für mich nie eine Überlegung, soll ich dieses Amt annehmen, soll ich diese Aufgabe übernehmen, weil ich dann Geld dafür bekomme, weil ich als Schülerin oder Studentin das Geld ganz gut gebrauchen kann. Mhm. Und von dem her, ich denke, es braucht auf keinen Fall eine finanzielle Entlohnung, um Ehrenamt durchzuführen, um Ehrenamt vielleicht auch für mehr Leute attraktiv zu machen, weil Ehrenamt da sein soll. Man soll ehrenamtlich aktiv sein, weil man dafür brennt, wenn man es gerne macht, weil es einem wichtig ist, sich da zu engagieren. Und das soll Geld eigentlich kein Ausschlagpunkt sein. Was würden Sie sagen, war das Thema auf dem Ehrenamtskongress? Haben Sie auch gesprochen über mögliche Bezahlung? Beim Ehrenamtskongress direkt nicht, aber auch wieder bei der Umfrage, weil uns das natürlich brennend interessiert hat. Mhm. Weil bei mir wird immer wieder so ein bisschen die Forderung gestellt, gibt es nicht einen kleinen Nobulus für das, was ich mache und so weiter. Ja. Es gibt natürlich Ehrenamt, hat klassisch die Bezeichnung unbezahlt.
aber natürlich Aufwandsentschädigungen. Ich bin da echt ein bisschen gespalten, muss ich sagen, weil Ehrenamt ist eigentlich auch von der Geschichte her, wenn man wirklich in die Geschichte schaut, es ist ein unbezahlter Dienst für die Gemeinschaft. Und ich glaube, also 90% bei unserer Umfrage haben gesagt, wir möchten nicht bezahlt werden. Also ich finde, das sind eindeutige Zahlen. Und trotzdem, ich mache mir da schon Gedanken darüber, was ist trotzdem wichtig? Also Wertschätzung und Dank, also ist ja eine wichtige Grundlage und es wird auch immer wieder eingefordert. Es wird ausgesprochen, die Wertschätzung, aber viele sind mit dieser Art, wie sie bisher in der Praxis durchgeführt wird, nicht zufrieden. Sie erleben es wahrscheinlich oft selber, man spricht halt so ein allgemeiner Dank aus, wir danken Frau so und so für den Blumenschmuck und das, wer im Gemeindefest mitgewirkt hat. Ich glaube, wir müssen bei dem Thema Dank, Wertschätzung noch viel kreativer werden. Zum einen ist für mich entscheidend, dass die Rahmenbedingungen passen. Also dass ich erlebe oft Ehrenamtliche sagen, wir müssen nur kämpfen, dass wir einen Schlüssel bekommen, Zugang für irgendwas bekommen. Also so Basics, wo ich, so wenn ich gerade so ein bisschen beobachte, wo ich glaube, also da steckt nur Entwicklungspotenzial. Ist das auch Ihre Erfahrung? Ein bisschen? Ich würde auch sagen, dieses Vertrauen bekommen ist schon eine Entlohnung. Also ich würde auch voll ablehnen die Bezahlung, weil ich dann auch mich vergleichen kann. Der bekommt was, der bekommt nichts. Wenn der Leistende, der Ehrenamtliche beachtet wird und nicht nur die, die vorne sind, die das organisieren, sondern die zweite und dritte Reihe, dann ist das etwas, was Wertschätzung ausdrückt. Und das finde ich ganz wichtig. Und da darf man sich ruhig ein bisschen Zeit nehmen und vielleicht auch überlegen, was mache ich? Wie kann ich dieses wertschätzen? Wir haben jetzt gerade ein Herbstfest gehabt, da haben viele Leute im Hintergrund gearbeitet, gespült, Kuchen vorbereitet. Ach, wissen Sie, ich war ja nur eine Stunde da. Das ist, die kommen zu keinem Dankeschönfest, die muss man ansprechen. Und das ist wichtig, dann so Wertschätzung auszudrücken. Ach, kommen Sie, wir machen das und das. Also das praktisch werden lassen. Darf ich da noch einen Gedanke anschließen? Mir hat kürzlich eine Frau gesagt, das fand ich sehr interessant, ich möchte nicht der Dank oder die Wertschätzung von oben nach unten. Also vom Pfarrer, der natürlich legen da viele Wert drauf oder das Hauptamtliche, Hauptberufliche, toll, dass du das machst, ich sage dir danke. Sie hat zu mir gesagt, mir ist viel wichtiger, dass der Dank und die Wertschätzung aus der Gemeinde herauskommt. Dass die Gemeinde, also jetzt, wie Sie das gerade erzählt haben, dass es wahrgenommen wird, also dass es wahrgenommen wird, was ich mache. Das finde ich was. Das war für mich nochmal ein anderer Zugang, eben aus der Gemeinschaft, aus der Gemeinde heraus, dass wir da viel sensibler füreinander werden, was da wirklich auch passiert und wie jeder Einzelne seinen Beitrag dazu leistet. Fühlen Sie sich genügend wertgeschätzt als ehrenamtlich Engagierte? Ja, also bei uns im Dekanat, ich habe gerade aufmerksam zugehört, wie Sie zwei das formuliert haben mit dem Dankeschön sagen. Bei uns im Dekanat fühle ich mich sehr, sehr gut wertgeschätzt. Wir haben eine Kultur, wo das gut gezeigt wird, wo man auch gut spüren kann, wie jeder Einzelne wirklich wichtig ist. Und da denke ich doch ist es sehr, sehr gut. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen gab es einen kleinen Blumenstrauß zur Verabschiedung als Dekanatsoberministrantin. Es war sehr schön, aber das Schönste war daran dann auch, dass die anderen gesagt haben, es ist schade, dass du aufhörst. Wir merken, da fehlt jetzt jemand, aber es war gut, was du bisher gemacht hast und wir werden jetzt ohne dich weiterarbeiten. Wie können wir denn, oder was gibt es denn so an Ideen für die Zukunft? Oder wie wird sich das entwickeln? Wird es demnächst in der Kirche auch noch viel mehr Ehrenamtliche geben, weil die Hauptamtlichen vielleicht auch zurückgehen? Und bei den Pfarrern sieht man sowieso, es werden immer weniger in der katholischen Kirche. Es gibt dann noch Pastoralreferenten und so weiter, Gemeindereferentinnen auch. Aber wird man noch mehr auf die Ehrenamtlichen bauen? Haben Sie mal so eine Einschätzung? Ich denke schon, dass die Ehrenamtlichen weiter vermehrt wichtig werden. Aber ich denke auch, sie dürfen nicht alleine gelassen werden. Wir haben Pastoralreferenten, Gemeindereferentinnen und Referenten, die auch da sein sollten. Und immer wieder auch mal Kontakt haben und sprechen mit den Ehrenamtlichen über die Arbeit. Also wissen, um was dreht sich es jetzt gerade? Das, oder für ein Projekt eine Unterstützung, meinetwegen von der Diözesanleitung,
dass man sagt, okay, wir wollen jetzt irgendetwas Größeres vielleicht machen und dann bekomme ich kurzfristig für diesen Punkt professionelle Hilfe. Und das tut manchmal ganz gut. Wir stehen nicht allein und unser Projekt ist nicht gescheitert, weil wir halt alle Laien sind, sondern es wird Hilfe angeboten. Und das, dann denke ich, ist auch ehrenamtlichen Arbeit weiterhin ein Bereich, mit dem Kirche rechnen kann. So, als ich gerade die Frage gestellt habe, habe ich gedacht, ja, weil die Hauptamtlichen oder die werden weniger. Ich finde es ein falscher Zugang. Also so, ich würde es ganz fatal finden, wenn sich Ehrenamtliche als Lückenbüßer fühlen würden. Und also nochmal von der Unterstützung her gedacht. Also ich weiß auch viele Ehrenamtliche, seit ich jetzt die Stelle innehabe, werde ich oft angefragt. Und das haben mir Ehrenamtliche, wir haben keine Lust, dass irgendwelche Hauptamtliche Ideen am Tisch sich überlegen, wir müssen es nachher ausführen. Mhm. Es braucht es, also so, wir erlauben jetzt, du darfst das machen, du darfst jetzt deinen Kaffee machen, du darfst jetzt ministrieren und so weiter. Sondern es geht auch um das zu ermöglichen. Also ich wehre mich total dagegen, dass Ehrenamtliche als Lückenbüßer verstanden werden, sondern dass die Kirche wirklich auch den Menschen ein Betätigungsfeld eröffnet, wo sie sich selber erfahren und an was Sinnhaftes erleben dürfen. Das war schon das Schlusswort. Danke Ihnen fürs Dasein, wünsche Ihnen weiter viel Spaß beim Ehrenamt und Ihnen weiter viel Freude bei der Arbeit mit Ehrenamtlichen und für Ehrenamtliche. Ja, vielleicht wollen Sie sich auch ehrenamtlich engagieren. Das können Sie natürlich. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ein paar haben wir Ihnen heute aufgezeigt. Das war Alpha und Omega. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ade.